Hi Leute, in dem Video heute möchte ich euch die komplexeste Maschine der Welt vorstellen. Und zwar eine Technik der Superlative. Und was das ist, erfahrt ihr gleich. Die komplexeste Maschine der Welt ist der menschliche Organismus. Alle Maschinen, die wir erfunden haben, entspringen nur unserem Geist, unserem Können, unserer Intelligenz. Und die wenigsten haben jemals die Bedienungsanleitung für ihren Körper, für ihr Sein durchgelesen. Die meisten kommen hier auf die Welt und haben keine Ahnung, wie es funktioniert. In der Schule wird es einem sowieso nicht beigebracht. Kann man erstmal vergessen. Den meisten Menschen ist nicht bewusst, was es für Auswirkungen hat, wie sie sitzen, wie sie gehen, wie sie stehen. Dass du anders atmest, wenn du nur deine Hände umdrehst, wenn die Handflächen nach oben zeigen, atmest du in eine andere Region ein. Und es ist so eine feine Maschine. Es ist tausendmal komplexer als ein Flugzeug. Wenn du dich in so eine Maschine hockst, ohne zu wissen, wie sie funktioniert, dann endet es meistens nicht gut. Wenn du dich in einen Ferrari hockst, wenn du dich in ein Auto hockst, dann machst du erstmal einen Führerschein. So. Die meisten Menschen haben keinen Führerschein für ihr Leben, für ihr menschliches Dasein gemacht. Und im Prinzip besteht der Körper oder ein Mensch aus vier verschiedenen Sachen. Du hast einmal deine Emotionen, dein Verstand, deine Energie und dein Körper. So, diese vier Sachen. Verstand, Speicher, das Bewusstsein, also ist auch in jeder Zelle des Körpers. Jede Zelle hier. Diese Zelle, die weiß noch von deinen Urvorfahren und von deiner Oma, die Nase sitzt dir noch im Gesicht. Genauso erinnert sich dein Körper ja, an die Form 10 Generationen davor noch. Und du hast die gleichen Hände wie in deinem Familienstammbaum. So, es ist nicht nur im Gehirn. Speicherbewusstsein da, einen ganzen Körper ist Speicherbewusstsein so. Also wir haben einmal unsere Software praktisch, unseren Verstand, unseren Geist. Wir haben die Hardware, unseren Körper. Dann haben wir die Energie, den Strom. Wie bei einer Maschine, du hast zwar einen Computer. Genauso wie ein Computer aus... Der Chip wird einfach nur aus Erde gemacht, aus Sand, Silizium, was weiß ich. Einfach nur ein Stück Erde entsteht dann dieser Computer daraus. Unser Körper ist genauso nur ein Stück Erde. Da ist Wasser in einem Fluss. Wir entstehen aus dem Nichts, aus Flüssen, aus dem Wasser dieser Welt hier. So, wir entstehen genauso nur aus Erde und gehen am Ende wieder zur Erde. Aber da ist noch mehr als dieser Körper. Dieser Körper ist nur eine Ansammlung. So. Und diese Ansammlung ist wie beim Computer, einfach unsere Hardware. Dann haben wir aber genauso unsere Software. Und dann haben wir eben die Energie, mit dem das Ganze gespeist wird. Wo wird die Energie reingesteckt? Was für eine Stromspannung habe ich? Was für Strom, Elektrizität? Was für verschiedene Energiequellen im Körper fließen so? Also Software, Hardware, Energie, Strom, Versorgung, so. Und diese komplexe Maschine haben wir nie gelernt, richtig zu bedienen. Kein Wunder, dass jeder Mensch irgendwie krank wird, sich unglücklich fühlt, depressiv ist, selbst wenn sie erfolgreich sind, alles Mögliche haben, Frau, Geld, Kinder, alles und bringt sich um. Anscheinend läuft da irgendwas grundlegend falsch, wenn wir es nicht schaffen, glücklich zu sein. Jedes Tier auf der Welt schafft es. Es gibt Studien dazu, es gibt Menschen, da wurde das beobachtet. Wenn du die meisten Menschen, wenn du die Hälfte vom Gehirn wegschneiden würdest, wären sie glücklich. Aber wer macht es schon?
Aber unsere Intelligenz ist gleichzeitig ein Hindernis, wenn du nicht weißt, wie man es handelt. Und heutzutage leiden die meisten Menschen an ihrer Intelligenz. Und dann ist es wohl nicht so intelligent eigentlich. Aber wir haben unglaubliches Potenzial, unter dem wir im Moment leiden, weil wir überhaupt nicht wissen, wie man das Ganze bedient. Dafür gibt es ganz einfache Methoden. Sei es jetzt Yoga, worum wäre ich jetzt nicht nur einfach dieses westliche Körperübung verstehe, sondern Yoga heißt ja eine Einheit bilden am Ende, in die Einheit wieder zurückkommen und da gewisse Praktiken durchzuführen, um zu lernen, diese Technologie von unserem Körper zu nutzen. So, und sowas bedarf aber Übung. So, wenn hier Weltklasse Klavierspieler oder jemand, der Auto fährt, der lernt es nicht, weil er ein Buch liest. Du kannst dich jahrelang, Jahrzehnte in eine Bibliothek setzen, Bücher lesen. Deswegen wirst du nicht glücklich. Du musst das Leben erfahren und es dabei lernen. Du musst lernen, mit deinem Körper umzugehen. Was bringt es dir, wenn da im Buch steht, du musst sensibel das Lenkrad einschlagen und dann lenken? Es bringt dir nichts. Du musst es üben, du musst das Gefühl in deinen eigenen Händen dafür entwickeln. Genauso ist es mit unserem Körper. Wenn wir keine Atemübungen machen, nicht meditieren, das nicht regelmäßig in unseren Alltag integrieren, sprich auch einfach solche einfachen Meditationstechniken in den Alltag einfließen lassen. Sprich, es kann am Ende alles, jede einfache Arbeit kann meditativ, kann im Einklang begangen werden. Es kommt nicht darauf an, was du machst, es kommt darauf an, wie du es machst. Wenn du alles innerlich ausgerichtet ist, wenn deine Software, Hardware aufeinander abgestimmt ist und mit dem richtigen Strom gespeist wird, dann läuft die Maschine perfekt. Wenn du aber dann probierst, einen Computer mit, der auf 12 Volt ausgelegt ist, mit Starkstrom zu befeuern, dann geht das Ganze kaputt. Das hat nicht viel Sinn. Macht überhaupt keinen Sinn. So. Wenn du deinen Computer mit der falschen Spannung speist, mit der falschen Stromstärke, dann läuft da nicht viel. Dann ist es sinnfrei, dann ist es Energieverschwendung. Und das ist auch immer das, wenn die Leute sagen, du musst hart arbeiten. Kein Mensch muss hart arbeiten. Du musst das Richtige tun. Wenn du das Richtige tust, funktioniert es. Genauso ist es mit dem Körper. Du musst deine Energie, deine Kraft, die du irgendwo reinsteckst, abstimmen, in die gleiche Richtung ausrichten, wie deine Emotionen, wie dein Verstand und wie dein Körper. Wenn das alles in die gleiche Richtung ausgerichtet ist, wie bei einer Kutsche, wenn du da vier Pferde vorne dran hast, die alle in eine unterschiedliche Richtung rennen, hat es wenig Sinn. Wenn es alles in eine Richtung ausgerichtet ist, dann läuft das System wunderbar. Und das müssen wir erstmal wieder schaffen. Drum machen wir oft, oder? Dinge auch, die bei dem einen funktionieren, bei dem anderen nicht. So. Und diese komplexe Maschine müssen wir erstmal wieder lernen zu steuern. Und es ist nicht so einfach. Du hockst dich nicht einfach in ein Flugzeug und fliegst los, wenn du damit noch nie was gemacht hast. Aber so ist es eben mit der Menschheit heutzutage. Sie haben keine Ahnung, was sie machen. Es ist gut, dass der Großteil der Menschheit sehr faul und lethargisch ist. Wenn jeder so fleißig wäre und so viel Business machen würde wie die meisten Menschen, dann wäre die Welt schon längst untergegangen. Aber das sollte, denke ich, nicht der Ziel von der Menschheit sein, von einem so intelligenten Wesen, dass es sich selbst durch die eigene Faulheit rettet und durch die lethargische Stimmung. So. Wenn wir erfolgreich wären mit dem, was wir machen im Moment, dann wäre der Planet schon nicht mehr am Stehen, weil wir dann alle Ressourcen, alles verbrannt hätten, irgendwo den Planeten mit Atomwaffen wahrscheinlich abgefackelt hätten oder was auch immer. So, also muss man erstmal an den Punkt kommen, dass man sich anschaut, wie was funktioniert. Es bringt nichts, einfach was zu machen. Und zu meinen, man wird dann glücklich. Wenn du nicht weißt, wo die Tastatur von deinem Computer ist und du tappst irgendwo im Dunkeln, die einen finden erstmal die Tastatur gar nicht, die anderen hauen auf irgendwelche Knöpfe. So wie bei diesen, kennt ihr das von früher, diese Computerspiele, wo man hier so
mit zwei Figuren gegeneinander kämpft. Dann haben irgendwelche Tastenkombinationen ausprobiert und per Zufall machst du mal irgendwie, landest den Treffer bei dem anderen und dann geht der K.O. So haben das viele gespielt. Das ist Zufall. Und umso komplexer die Maschine, umso unwahrscheinlicher es ist. Wenn was funktioniert, heutzutage, dann nicht wirklich lang bei den meisten. Ja. Dann werden irgendwelche komischen Theorien aufgestellt. Erstmal, bevor man losrennt, sollte man mal schauen, in welche Richtung man rennt. Bevor man lossägt, sollte man mal schauen, dass man nicht auf der falschen Seite vom Ast sitzt. Ja, und deswegen kann ich jedem nur den Rat geben, integriert täglich Meditation, Atemübung, Sport, geh in die Natur und lern deinen Körper zu handeln. Mach deinen Führerschein für deinen Körper. Es gibt genug Techniken. Ich kann vor allem buddhistische Techniken, was Atemmeditation, so die Bücher von Thich Nhat Hanh empfehlen. Und das kann sich jeder wirklich ganz einfach angewöhnen, jeder im Alltag integrieren. Ihr gewinnt dadurch sogar Zeit, wenn ihr es richtig macht. Und wenn ihr effektiv arbeitet, dann erledigt ihr das, was ihr euch sonst im Stress in 8 Stunden macht. Das erledige ich dann in 3 Stunden ganz entspannt und nebenbei und habe dabei Spaß. Wenn du weißt, wie deine Maschine läuft. Und am Ende ist es immer, oh, ich habe ja Stress. Jeder hat Stress. Ich habe schon egal welchen Menschen getroffen. Von jemandem, der einen Halbtagsjob mit 10 Stunden oder nur einen Job mit 10 Stunden hat, bis zum Manager. Jeder hat immer Stress. Selbst im Urlaub hat jeder Stress. Es liegt nicht an der Situation. Ich habe auch Menschen getroffen, die in stressigen Situationen, die irgendwie 50 Stunden, die 80 Stunden in der Woche arbeiten, völlig gelassen und ruhig sind. Das gibt es auch. Es hat nichts damit zu tun, was du tust, sondern wie du es tust. Kinder sind auch zum Beispiel unglaublich aktiv, machen so viel, können auch sehr produktiv sein und haben dabei Spaß. Und wenn du als Erwachsener eigentlich lernst, richtig mit deiner Maschine, mit dieser komplexesten Maschine der Welt einfach umzugehen, dann ist es eine total geniale Erfindung. Ich meine, ein Flugzeug, super genial. Aber wenn du überhaupt nicht weißt, wenn du nicht mal weißt, was das ist, du hockst dich da rein, du fährst gegen die nächste Wand, du kommst nicht mal in die Luft. Wir haben noch nicht mal das geringfügigste des Potenzials von einem menschlichen Wesen entwickelt und entfaltet. Die meisten Menschen wissen gar nicht, was im Bereich des Möglichen ist. Die meisten Menschen sind nur im Wettkampf, vergleichen sich mit irgendjemandem. Da läuft jemand neben dir und du probierst immer nur dieses kleine Stückchen schneller zu laufen. Vielleicht kannst du ja fliegen, vielleicht kannst du sonst was machen. Du schaust immer nur auf den anderen. Schau mal auf dich und entwickel dein volles Potenzial. Und dann wirst du sehen, dass ganz andere Dimensionen erreicht werden können, als irgendwie in einem Wettkampf. Wenn du wirklich dein Potenzial ausschöpfst und nicht dich mit irgendjemandem vergleichst. Wenn ein Vogel unter Wölfen geboren wird und die machen da ständig Wettrennen auf dem Boden, der erfährt nie, dass er überhaupt fliegen kann mit seinen Flügeln. Die meisten Menschen wissen nicht, was im Rahmen des Möglichen liegt für einen Menschen. Das wünsche ich jedem, dass er das mal erfahren kann. Mit Sinn, Verstand. Mit allen Energien beteiligt. Das wollte ich euch mal loswerden im Video. Ich hoffe, ihr werdet mal die ein oder andere Sache täglich in euren Alltag integrieren. Sei es Sport, sei es Bewegung, sei es Meditation. Es ist so einfach, wenn man es lernt. Irgendwann ist es total leicht. Guck mal, wie leicht du heutzutage in Buchstaben schreibst. Du schreibst einfach nur nebenbei, weil das nicht übergegangen ist, ist in deinem Speicherbewusstsein. So, wie du das machst, wie du den Stift bedienst, wie du den hältst, wie fest du aufdrückst, was für eine Energie du da reinsteckst. Du kannst ganz locker deinen Namen schreiben.
Guck dir mal, wie schwer dir das als Kind gefallen ist. Du hast da irgendwie mit den Fingern rumgemacht und dann hast du irgendwie gerade so ein A geschrieben und dann musstest du immer noch nachdenken. Und heutzutage, wie nebenbei. Wenn jemand, der nicht schreiben gelernt hat, nicht lesen gelernt hat, in so ein Buch schaut, dann sind es nur Hieroglyphen für einen. Er weiß gar nicht, was da möglich ist, was da für ein Wissen vermittelt werden kann, was damit gemacht werden kann. Genauso ist es, wenn du irgendeine Maschine hast, die du nie nur annähernd angefangen hast zu entdecken. Und genauso ist es mit dem Potenzial des Menschen. Wir haben noch nicht mal, ja, da nur einen kleinen Bissen von getestet. Es ist so viel Potenzial im menschlichen Sein. Menschlichen Sein. Wir haben es noch nicht mal geschafft, unseren Verstand zu benutzen. Die meisten werden von ihrem Verstand benutzt. Ein mentaler Durchfall. Wollte ich dann auch mit dem nächsten Mal ein Video drüber zu machen. Vielleicht ist es auch schon online. Mittlerweile. So. Und dieser mentale Durchfall. Normalerweise, guck mal, was sagt der zu einem Menschen, der ständig seine Hände irgendwie zappelt und bewegt? Würdet ihr den für normal bezeichnen? Nee, der hat eine Krankheit. Der kann nicht mal mehr seine Hände kontrollieren. Genauso ist es mit deinem Verstand. Ständig kommen irgendwelche Gedanken. Kannst du einfach Schnipp sagen, kommt kein Gedanke mehr. Wenn du das kannst, dann beherrschst du einigermaßen dein menschliches Sein. Machst einfach Schnips, dann kommt kein Gedanke mehr. Dein Gehirn sollte wie deine Hände sein. Wenn du es benutzen willst, dann benutzt du es. Deswegen ist es super. Aber warum sollte dein Gehirn, warum sollte dein Verstand super sein, wenn da irgendwelche Gedanken ständig kommen? Einfach so unkontrolliert. Du läufst irgendwo vorbei und dann kommen irgendwelche Annahmen. Du hast nicht gelernt, mit deinem menschlichen Sein umzugehen. Du hast nicht die Bedienungsanleitung gelesen. Das wünsche ich ihm. Dann war es das soweit für heute. Macht's gut. Ich wünsche euch viel Spaß beim Entdecken eurer Maschine, dieser unglaublichen Technologie der Superlativen. Macht's gut, Leute. Ciao.